cause that's the way I want to be. Gonna try to get it down before I let love get to me. Don't want your love, don't need it. That's the way I see it. Da sieht man die Doppelspielerin. Höchstes Ranking von Ala Adegiji, die Nummer 7. Das reicht im Februar dieses Jahres. Ich habe schon gesehen, dass ich Ala Adegiji schulmäßig in die Mitte zurückbewegt. Ein Auge für die Situation. Martina Hingis. Da, Hingis geht zurück zur Mitte und Hingis nutzt das sofort. Ersatzbälle, gespielt gerade mal 22 Minuten. Gemacht, das wollte ich sagen, von Hingis, aber sie hat Glück, denn Julie Ala Adegiji verzieht diesen Lob knapp. Mit 6-2 gewinnt Martina Hingis Satz Nummer 1, der gerade mal 23 Minuten gedauert. Volley vom Allerfeinsten. Martina Hingis stürmt ins Viertelfinale des Masters. Oder was kann sie noch aufhalten? Bei eigenem Service das Viertelfinale in New York zu erreichen. Das Ganze mit neuem Schläger.
kannst. Da versucht sie wieder offensiv reinzugehen. Das gelang ihr zu Beginn des Matches ganz gut. Diesmal geht es voll daneben. Auch der ist draußen. Und das heißt, nach 50 Minuten zweimal Matchball für Martina Hingis. Und das war's. Jawohl. Genau 51 Minuten hat es gedauert. Trili à la Dekiji weiß, diese Martina Hingis eine Nummer zu groß. Fünftes Spiel zwischen den beiden. Fünfter Sieg der Weltranglisten Ersten. Und Melanie Molitor, Mutter und Trainerin von Martina Hingis, kann zufrieden sein. Sie lächelt, sie weiß, sie ist in Bombenform. Die nächste Gegnerin entweder Amy Fraser oder Nathalie Tosia. Ich denke mal, es könnte letztere sein und da wird es dann ein bisschen schwerer für Martina Hingis.